Lauf, solange du noch kannst, Miss Layton. Ich kümmere mich um diesen Schläger. Wie denn? Mhm. Willst du ihn zu Tode langweilen? Haben Sie einen Ritter in strahlender Rüstung, Prinzessin? Ich glaube, ich mache mir gleich in die Hose. Aber sicher nicht wegen dem. Ira Casey. Casey? Ira, Irokesi, ja. Aha. Oh Mann. Aber alles klar, wenn Sie Ihrer heulenden Maid einen Gefallen tun wollen, dann schauen Sie doch mal, ob Sie das Rätsel hier knacken können. Genau so passiert das immer. Ja, wenn mit Gangstern. Wenn ich in der Bahn von zwielichtigen Typen angesprochen werde, die wollen dann nichts von mir, sondern fragen einfach so, hier, löst mir dieses Rätsel und wir lassen dich in Ruhe. Passwort ABC 2. 2? 2? Ja, ich habe noch nie Passwort ABC. Wir haben nicht A gehabt. Ja, mal sehen. Wie war gleich noch das Passwort für den Tresor? Es ist sechsstellig und besteht aus den Buchstaben A, B und C. Nutze die Hinweise auf dem Memo und finde das korrekte Passwort heraus. C kann nicht neben einem anderen C oder einem B vorkommen. Derselbe Buchstabe wird nie mehr als zweimal benutzt. Das Passwort liest sich vorwärts und rückwärts gleich. Okay. Ja. Okay. Nein! Quebec. Ich hab erstmal falsch gedacht, dass man muss. Ich hab gedacht, man muss erstmal das Feld antippen und dann irgendwie Buchstabe. Achso, ja, ich hab das auch erst irgendwie. Also bei mir hat's auch erst ein bisschen gedauert, bis ich das. Ich dachte auch erst das Feld antippen und so. Aber als ich dann den Buchstaben angetippt hab, hab ich's gemerkt. Ja, aber doch, ist der schnell, war es ja trotzdem schneller. Panzerknacker! DuckTales! Woohoo! Das Licht leuchtet auf und der Tresor öffnet sich. Ob der Inhalt wohl dieses sichere Passwort wert ist? Sicher? Definitiv nicht. Quebec. Aber Excellent. Steht drin. Excellent. Ja. So. Ja, nicht schlecht, Kumpel. Nicht schlecht. So ein Rätsel ist kein Stolperstein für mich. Nicht, wenn Miss Laytons Sicherheit auf dem Spiel steht. Oh, wir hätten aufgeben müssen und gucken, was passiert. Scheiße, ja. Och Mann! Oh, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Ah, nee. Da hält sich wohl wer für extra fein, was? Wagen Sie es ja nicht, auch nur einen Finger an Miss Layton zu legen. Sie ist schrecklicher Schurke. Aber an mich können Sie jeden Ihrer Finger legen, wenn Sie wollen. Tja, das habe ich mir wohl. Da habe ich mir wohl ganz umsonst Sorgen gemacht, wenn Sie so selbstsicher sind. Hä? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich schätze, Sie sind also eines von diesen Bandmitgliedern. Bandmitgliedern, ja. Eines von den Bandmitgliedern, ja. Die gedroht haben, die Leute hier auszuräumen. Nein, der ist eigentlich. Der ist lieb. Eigentlich lieb, der hat das nur der so formuliert. Falsch. Ja. Nee, der hat sich eigentlich Sorgen gemacht um die, weil. Ja. Ja, deswegen hat er auch diese Sachen gesagt. Okay, ja. Er ist doch lieb. Ja. Was? Ich? Nee, sowas mache ich nicht mehr. Ich wollte Ihnen gar keine Kohle abknöpfen, falls Sie das denken. Ich wollte um eine Spende bitten und wenn Sie Nein sagen, dann knöpfe ich Ihnen Kohle ab. Oh, warum geht der New 3DS nicht an? Rätsel Nummer irgendwas. 100, ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie mal lieber nach Hause gehen, klar? Wenn es dunkel wird, ist es hier nicht mehr sicher. Was? Sie wollten uns gar nicht bedrohen? Tja, aber das ist anders angekommen, weil wir Vorurteile hatten. Nee, weil der das auch so formuliert hat. Nee, und er hat auch sogar nicht geguckt. Ja. Ja, kann ich anders gucken. Klingt, als ob er gar nicht so schlimm wäre, dieser Kerl. Vielleicht ist er ja nur missverstanden. Oh. Oh. Schicker Hund, der ist richtig knuffig. Komm mal her, Junge, dann streichle ich dich. Ja! Oh, du hast ja richtig Glück, Sherl. Er will dich mal streicheln. Weil wie das nicht. Wahrscheinlich erschreckt er mich dabei auch noch zu Tode. Wie auch immer, ich bin Ira. Bowling Hill ist meine Heimat.
In dem Fall schätze ich, dass Sie wohl nichts über Redman wissen, oder? Redman? Natürlich kenne ich Redman. Es war Redman, der mich mal zurechtgerüttelt hat. Wegen ihm mache ich nicht mehr alle fertig. Erzählen Sie uns doch bitte, was passiert ist. Nur noch ein paar. Ja, alles klar. Es muss wohl, wie lange? Na, so 3 Monate her sein. Irgendwie sowas. Schön, Pilzkopf. Der mit der Brieftasche. Halt, du Schuft. Was? Randleman! Cool. Puff. Nee, die haben Puff gesagt. Ja. Ganz feste Druff. Oh mein. Warte mal, was wollte ich denn noch gerade sagen? Ah, das. Ja, hast du das mitgekriegt? Also ehrlich gesagt, jetzt hätte ich mir die englische Sprachausgabe gewünscht. Weil, du hast ja gesehen, Ringo wurde angegriffen. Was hat er gesagt? Was? Was hat Ringo gesagt, bevor er. Frieden? Gib Frieden eine Chance, ja. Wollte er sagen. Ja, Anspielung auf den Song. Give Peace a Chance. Der Boden erwies sich doch als hart. Tja, das hast du nun von deiner Lebensart. Vom Verbrecherleben kriegt man nicht nur einen Kater. Du tust anderen weh damit. Wie etwa deinem Vater. Ich musste auch dran denken, dass jetzt irgendwie mir nichts anderes auf Kater eingefallen wäre als Vater. Und ich find's witzig, dass er tatsächlich sowas sagt. Was? Moment. Es wurde von Level 5 bekannt gegeben, dass es nächstes Jahr wieder einen Layton geben soll. Und nächstes Jahr kommt in Japan ein Layton-Anime raus. Ich weiß schon, wer einen Fan-Dub macht wahrscheinlich. Kann ich nicht. Nein, schade. Ich würde nie und nimmer es mir wagen, so etwas neu zu besetzen, was schon seine Sprecher hat. Und ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich Mario Hassard dafür kriege, aber ich weiß, dass er das urheberrechtstechnisch nie tun würde. Selbst wenn ich ihn ganz lieb bitten würde. Ich meine, ich habe ihn ja immer noch in was Skype, aber. Phoenix Wild? Das ist ja an sich, also, da gibt es zwar deutsche Stimmen, aber das ist sowieso nicht konsistent. Da würde ich eine Ausnahme machen. Okay. Also es gibt sowieso bei Phoenix Wright ja bloß, Moment, einen Film, einen Realfilm, der vertont ist auf Deutsch. Layton vs. Ace Attorney und diesen Realfilm gibt es. Nee, und es gibt auch noch einen anderen Ace Attorney, wo man auch Sprachausgabe hat. Welches? Na, das, was du auch gespielt hast. Wo hat man da Sprachausgabe? Da hatte man, glaube ich, auch Objection-Einspruch. Das wurde alles von Studenten, die sich in Japan befunden haben, und? Eingesprochen. Aber das sind ja nur so einzelne Sätze. Also, wie gesagt, sehr inkonsistent. Also, das Objection ist nicht die gleiche Stimme wie in dem Realfilm und nicht die gleiche Stimme wie in dem. Ja, wir müssen ja nicht darüber diskutieren. Genau. Auf jeden Fall, also da hätte ich mir noch eher gedacht, weil es sowieso keine richtige typische deutsche Stimme gibt, müsste ich das nicht machen. Aber ich meine, wenn es jetzt sowas ist, wo Professor Layton mit drin vorkommt, richtig, der Layton, dann würde ich dafür nur Mario Hassard haben wollen. Nie jemand anderen. Ja. Was sagst du da anderen wehtun? Was soll denn das bedeuten? Deine Eltern sind gemeint, mein Freund. Deren Leid hast du wohl ganz versäumt. Meine Eltern? Hä? Ich schätze, sie machen sich wohl wirklich Sorgen um mich. Obwohl ich meinen Vater schon seit
20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Er wollte einfach nur Zigaretten holen gehen, kam aber nie zurück. Du brauchst nur ein Pflaster für deine Wunden, aber die Herzen deiner Eltern sind nicht so schnell verbunden. Werde endlich ehrlich, denn sonst leben sie gefährlich. Und ich brauche einen, Partner, der möglichst ist entbehrlich. Ehrlich werden? Ich weiß nicht, ich bin schon zu so weit gegangen. Es ist zu spät. Ich war schon mindestens dreimal im Knast. Niemals! Die Rettung der blutenden Herzen kommt noch in Fahrt, wenn du versuchst einen neuen Start. Gott. Oh Gott, das ist ja schlimmer als mein Gereime. Ja. Fehlt nur noch, dass er sein auf sein reimt. Ja. Es steht viel auf dem Spiel, also such dir ein neues Lebensziel. Alles klar, bitte einfach mit dem Reim auf, okay, ich tu's ja schon. Junge, ich weiß, du wirst es schaffen. Doch jetzt schwinge ich mich davon wie die Affen. Wo willst du denn hin, Redman? Heute Nacht wird Geschichte geschrieben. Das größte Ereignis in Hä? Erheiratet. Oder, kriegt ein Kind. Das größte Ereignis. Mit Leuten, die mich lieben. Mit jemand, wo mich lieben. Nee. Das größte Ereignis, mein Leben. Seit Jahren 7. Das reimt sich ja nicht auf So was hat's noch nie gegeben. Einen guten Abend wünsche ich dir. Aber das war's für mich jetzt hier. Ich hatte gedacht, das war's jetzt von mir. reim mal was auf Orange. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Angeblich gibt es da wohl nichts. Orange, Orange. Das Problem ist, weil... Orange! Nee, das Problem ist halt, Orange ist ja sowieso, So ein eigen... Ist ja eigentlich ein Fremdwort, so gesehen. Weil Orange klingt eigentlich eher so wie aus dem Französischen entlehnt. Und da wir nicht so viel französische Entlehnungen haben, vor allem die auf Ange enden. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es mit Orange... Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel im Englischen. Mhm. Redman, komm zurück! Nein! Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Es war mein letzter Blick auf ihn. Und er hatte einen wirklich entschlossenen Gesichtsausdruck. Ich schätze, er wollte sich mit den ganz Großen anlegen. Er wollte die echt schweren Jungs platt machen, wenn ihr mich fragt. Aber trägt Redman denn nicht eine Maske? Wie konnten sie denn dann seinen Gesichtsausdruck erkennen? Und wen genau meinen sie denn eigentlich mit den echt schweren Jungs? Naja, so fette Leute, sowas wie Frau von Doppelpfund. Ist kein Junge. Weißt du's? Hast du nachgesehen? Ja. Oh. War's schlimm? Nö. Jetzt krieg ich Bilder in den Kopf, die ich nicht haben will. Tja, selber schuld. Oh, ich hab mich im Kopf gemacht. Tja, aber ich kann damit leben. Oh, ihr wisst doch, von wem ich rede, oder? Ihr wisst schon. Alle Superhelden haben nur einen Erzfeind, oder? Das weiß doch jeder. Auf jeden Fall hat Redman mich zurechtgerückt. Deshalb versuche ich auch, alles zu tun, was ich kann, um es hier sicherer zu machen. Genau wie Redman es getan hat. Wenn das vor ungefähr 3 Monaten war, dann war das die Zeit, in der Redman verschwunden ist, oder? Vielleicht können wir hier irgendwo einen Hinweis darauf finden, warum er verschwunden ist. Ein Hinweis! Setzen wir unsere Ermittlung noch etwas fort. Du hast einen Hinweis gefunden. Eine Nacht vor 3 Monaten. Eine Nacht vor 9 Monaten. Direkt bevor er das letzte Mal gesehen wurde, verriet Redman, dass ihn ein Ereignis erwarten würde, das sein Leben verändert. Könnte das mit der Drohnachricht zu tun haben, die Kat erhalten hat? Oh Gott. Was?
Oh. Der erstmal was anderes suchen. Hinweismünze in diesem komischen. Was? Wo ist die Hinweismünze? Ich habe gerade eine Ratte gesehen. Wo? Gleich, sage ich gleich. Also hier erstmal. Okay, und du musst nach links. Mhm. Weiter da, genau. Oh, wir können die gar nicht jagen. Mist. Moment. Nee, sag nicht, das ist dieses Minispiel. Welches Minispiel? Da gab es doch dieses Maus-Minispiel in Layton und die der Ruf des Phantoms. Ruf des Phantoms? Ja. Welches Maus-Minispiel? Na, da konnte man doch diese Mäuse einfangen, die manchmal rumgerannt sind. So, wenn du auf den Screen gekommen bist, dann sind die auf einmal... stimmt. Wofür waren nochmal die Mausmünzen? Damit konntest du was frei... Ja, das konntest du dann freischalten. Ja, ja. Hast du das gesehen? Aus dem Loch da drüben ist gerade eine Maus gehüpft. Wirklich? Eine Maus? Ihr nach! Zusatz-Outfits. Von einem Event. Flora wahrscheinlich. Mhm.